Yeah, okay. Yes. I came in here, so I came out here. Okay, thank you. Oh. Und damit einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ja, warum ich hier gerade geseufzt habe, werdet ihr gleich sehen. Weil... Let's go. Ja, let's go. Weil wir haben hier nämlich die Ladestelle aus der Hölle. Das wird jetzt nämlich eine richtig lustige Geschichte hier. Das Navi sagt zwar, wir können jetzt hier links rum, aber das werden wir nicht tun, weil ich habe die Straße angeguckt und das ist richtig die Hölle. Randale hier, damit die auch Bescheid wissen. Passt. Zum Glück muss ich nicht die gesamte Baustelle hier rückwärts rausfahren. Gehen wir nochmal eben gucken. Ah, ein Stückchen kann ich noch und dann muss ich rumziehen. Okay, das sollte passen. Ja, die Ladung, seht ihr, ist nichts Großes. Aber bei dem ist die Hydraulik kaputt. Der muss zu HMS. Das wird hier ein bisschen eng. Und die nachfolgenden Sendungen verschieben sich im Gefühl 3 Tage. Ja, da bin ich doch viel zu früh rum. Also nochmal ein bisschen vorziehen. das Ganze jetzt nochmal. Ja, heute ist es ein bisschen viel Aus- und Einsteigen, aber auch das gehört dazu. Ja, das sollte passen. So, dann haben wir das hier schon mal geschafft. Aber wenn ihr jetzt glaubt, das war schon alles. Nein, war es noch nicht. Der lustige Teil kommt jetzt. Rechts haben wir erstmal noch genug Platz. Und das haben wir schon mal geschafft. Dann müssen wir jetzt noch diese Schikane hier umfahren. Da sind die täglichen Kosten runtergegangen. Da muss ich dann nochmal eben gucken. Ja, da kann ich noch ein bisschen rüber. Und wenn wir hier gerade rüberziehen, ja, das sollte funktionieren. Gott sei Dank. geschafft. Ja, wo es hingeht, das habt ihr ja auch schon wieder gesehen. Puh, das war ein bisschen anstrengend. Go straight. Ja, wenn wir gleich ein bisschen freie Fahrt haben, dann kann ich euch auch mal ein bisschen was erzählen. Was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, oder ich habe es schon erzählt, ich weiß nicht, weil ich bin ein bisschen aufgrund der Baustelle noch ein bisschen durcheinander, aber das Ding geht halt zu HMS. Dass er ein Hydraulikproblem hat, das habe ich schon erzählt, das weiß ich. Freie Fahrt. Stay right, then exit right. Zumindest kurzfristig. Exit right. Ja, das Grillen mit Michael hier war wirklich richtig genial. Also grillen kann er, das muss man sagen. Und auch mit dem Smoker umgehen, das kann er definitiv auch. Weil das Pulled Pork und die Steaks, das war also wirklich ein Träumchen. Dann halt gemütlich dazu noch ein Kaltgetränk. Das hat sich also auf jeden Fall gelohnt. Und das sollten wir echt mal wieder machen, Michael. Also das war echt angenehm. Ja, du. Ah. Ich glaube, den bekommt die Wärme nicht. Michael ist ja auch schon wieder munter unterwegs. Habt ihr ja sicherlich in seinen Videos auch gesehen. Auch wenn er aktuell ein bisschen Probleme hat mit seinem Plan auf Liga da was von HMS zu kriegen. Aber die sind halt vermehrt auf Maschinentransport ausgelegt. Oder Hauptgeschäft ist der Maschinentransport. Aber er hat ja zum Glück noch was in einem Zementwerk gefunden. Er will sich ja auch wieder Richtung Bend vorarbeiten. Ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal da oben ankomme, aber ich glaube, das wird erstmal nicht so schnell sein. Dafür habe ich jetzt hier noch mitbekommen, es gibt noch einen neuen Deutschen hier in den Staaten. war so am Rumschnorcheln im Internet und da ist mir ein Tagebuch aufgefallen. Ich habe den guten Mann auch mal verlinkt und falls ihr da auch gerne mal reinschauen wollt, weil er macht wirklich eine sehr gute Story, dann guckt doch mal nach, wenn ich mich jetzt nicht irre und ich es komplett falsch sage, Thomas Uhl. Der Nachname ist dann UHL. Und solltet ihr ihn dort nicht finden, dann gebt einfach Thomas Uhl ATS ein, dann kommt ihr definitiv auf seinen Kanal. Der Kollege hat es wirklich verdient, dass da ein paar mehr Leute seine Videos gucken. Weil es wirklich eine interessante Story. Und jetzt sind wir zurück zu unserer hier. Und ihr habt es ja gerade gesehen, wo ich da rausfahren musste. Und da musste ich ja auch reinfahren. Also da habe ich schon gedacht, es kann ja lustig werden, als ich dann da oben stand. Und wir den Bagger halt drauf hatten. Da habe ich mir dann auch gedacht, okay, wie kommst du hier am blödesten raus? Und ich habe echt mir den ganzen Kram da von vorne bis hinten angeguckt, bin die Straße noch hochgelatscht. Ich habe festgestellt, das wird nichts, da kommst du nicht rum um die Kurven. Und dann halt die Erkenntnis, ich muss dann erstmal ein Stück rückwärts zurück, da dann umdrehen und dann halt raus, so wie ihr das auch gerade gesehen habt. Ich meine, so eine Lade- oder Abladestellen brauche ich nicht jeden Tag. Aber so zwischendrin ist es doch mal wirklich eine Herausforderung und macht dann auch wirklich Spaß. Und machen wir jetzt hier den Stausimulator oder was wird das? Ah, es geht voran. Ich weiß, ich muss da zwar rüber, aber so habe ich jetzt zumindest schon mal den Abbiegevorgang geschafft und hoffe jetzt auf einen netten Kollegen. Aber ich glaube, meine Hoffnung wird im Keim erstickt. Komm, seid doch nicht so gemein zu mir. Ich befürchte... Würde ich gerne, aber ich will jetzt hier auch den Verkehr nicht stundenlang aufhalten. Hoffen wir mal, dass es auch irgendwie hier noch eine andere Möglichkeit gibt. ich da jetzt die ganze Zeit noch weiter den Verkehr behindere. Dann machen wir lieber diese Aktion hier. Es wird zwar jetzt ein Umweg sein, aber zeitlich habe ich ja auch keinen Limit für diese Lieferung, weil einen Ersatzbagger haben die schon in Aussicht, der soll auch irgendwie im Laufe des Tages heute da noch ankommen. Also geht es jetzt eigentlich nur darum, dass das Ding jetzt hier zurückkommt. Und ich denke mal, die müssen dann ja, wenn, sowieso erstmal gucken, was da kaputt ist und ob sie die Teile vielleicht so noch erst bestellen müssen. Zumindest rollen wir jetzt, das ist der ganz große Vorteil. Ich habe ja auch zum Glück hier keinen Dispatch im Nacken, der mir irgendwie, ich sag jetzt mal auf gut Deutsch gesagt, auf den Sack geht. Und man kann einfach schön meinen Job machen und Geld in die Kasse bringen. Das ist aber auch ein schöner Oldtimer hier vor uns. Und dann noch als Convertible. Ja, könnte mir gefallen. Aber dazu müsste man auch die Zeit haben, so ein Ding wirklich zu fahren. Stay right. Immer wieder faszinierend, dass die solche Autobahnkreuze bauen bzw. planen und dann halt auch noch bauen und das wirklich so ist, wie es sein soll. Ja, das sind diese Autobahnkreuze, wo ich mir denke, ich hätte jetzt einen später. Und ich dachte noch, nee, das ist die nächste. Also das ist heute echt so ein Tag zum Wegwerfen. Aber zum Glück können wir da vorne gleich schon wieder wenden. Ist das zumindest hier jetzt kein Riesenumweg. Turn left. Ärgern tue ich mich dennoch. Schön rum. Menü sich zu, wir essen zeitig. Amis und auf die Autobahn auffahren. Junge, das ist hier ein Beschleunigungsstreifen. Konnten die das denn jetzt mit dem PKW nicht hinkriegen? Das werde ich nie verstehen. Meine Güte. So, jetzt aber, Kollege. Mach Hackengas. Wenn das so weitergeht, komme ich heute nicht mehr bei HMS an. Aber immerhin dürfen wir wieder auf 65 hoch. Bei meinem Glück muss ich hier gleich irgendwo rechts runter. Ich habe Glück, ich darf hier einfach weiterfahren. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was als nächstes dann ansteht. Und jetzt gerumst oder was war das eben? Das Schöne ist ja, da wir keine Oversize-Ladung haben, dürfte ich auch nach Sonnenuntergang noch fahren. Aber ich habe zumindest nicht vor, jetzt hier bis irgendwann tief in die Nacht zu fahren. Klar, ich will so weit kommen wie möglich. Am besten wäre natürlich noch, wenn wir bis HMS kommen. zieht sich aber gut zu. Es sieht ganz nach ein bisschen Regen aus. Was auch nicht schlecht wäre, weil wir haben jetzt hier zwar in Anführungsstrichen nur noch 34 Grad, aber die Waldbrandgefahr und das Ganze hier, das ist doch relativ hoch, weil es sehr, sehr trocken ist, schon seit Tagen oder seit Wochen besser gesagt. Und wie Michael schon sagte, wenn dir denn hier jetzt noch die Klimaanlage versagt, dann hast du aber ein richtiges Problem. Zum Glück funktioniert meine hervorragend. Und wir haben die 20.000 Meilen geknackt. Dann haben wir auch schon so ein paar Meilen mit diesem wunderschönen Stück Technik absolviert. Und bisher absolut keine Probleme. Auf der Baustelle, die waren auch gut am Gucken. Meinten auch, so ein schöner Truck war schon lange nicht mehr da. Vor allen Dingen waren sie erstaunt, dass man sich so viel Mühe mit einem modernen Truck gibt, weil die kannten das eigentlich nur so von halt diesen älteren Modellen. Von Peterbilt oder von Kenworth. Ladung da heute noch los wird, weiß ich nicht, weil ich glaube nicht, dass die um diese Uhrzeit da noch die Annahme haben. Da muss ich kurz ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht zu schnell dran vorbeifahre. Auch wenn es kein Sheriff war, aber es muss ja nicht sein, dass man da an denen dran vorbeiprügelt. Ein oder andere unter euch wird sich ja sicherlich angucken, wo ich jetzt so lang gefahren bin. Und und sich auch denken, mein Gott, was ist der für einen Riesenumweg gefahren. Ich sag mal, so einen Riesenumweg wäre ich jetzt auch, hätte ich auch nicht in Kauf genommen, wenn das Ganze hier Terminfracht wäre. Da hätte ich dann definitiv irgendwo noch umgedreht, um besser halt in die Richtung zu kommen, aber da es hier keine Terminfracht ist, habe ich mir dann auch gedacht, dann können wir auch mal das Ganze in Kauf nehmen. Da ich für diese Tour nicht nach Meilen bezahlt werde, sondern nach der Ladung, macht das auch keinen Unterschied. Das Einzige, was man sagen könnte, ist halt, dass ich Diesel verbrannt habe, den ich hätte einsparen können. Aber wie sagt man immer so schön, irgendwas ist ja immer. Vor uns ist ein Cop in Zivil. Erkennt man immer schön an dieser riesen Antenne auf dem Kofferraum. Aber das sieht aus, als ob wir da wirklich in so ein schönes Unwetter reinfahren, oder was meint ihr? Schön sieht das nicht aus. Dass man sich jetzt mal keinen Stress machen muss, weil die Sonne untergeht. Habe ich jetzt gerade die Musik von Convoy im Kopf. Jetzt müsste vorne bloß halt noch so wie jetzt ein schwarzer Truck fahren mit dem Tankauflieger. Aber es war der falsche Truck und der falsche Tankauflieger. Convoy ist auch immer so ein Film, den kann man sich immer wieder angucken. wisst ihr was? Wir machen für heute einfach Feierabend, weil wir es können. Und wenn ich mich nicht recht irre, war da doch auch gleich noch ein Truckstop. Der Truckstop war hier nicht. Also heute ist doch echt. Es gibt so Tage, glaubt mir, also da. Der Truckstop war in die andere Richtung. Schönen Dank auch dafür. Aber auch solche Tage gibt es. Da will einfach nichts laufen. Noch nicht mal der Verkehr. Sagen wir einfach, wir haben heute eine kleine Sightseeing-Tour gemacht. Turn left. Ich turne left. Und dann hoffe ich, dass da hinten wirklich der Truckstop ist und ich jetzt nicht schon wieder irgendwo hinfahre, wo eigentlich nichts ist. Und dann drehe ich heute so langsam dezent am Rad. Nein, ich turne hier nicht right. Wir wollen auf den Truckstop. Okay, let's find a new route. Stay right and then turn right. Turn right. Ich turne left. Die Bremse angezogen, da springt die Ampel natürlich um. Stellen wir uns hier unten gleich in die Ecke hin. Oder wir nehmen diese Reihe hier. Würde ich sagen, bleiben wir hier stehen. So. Das war's dann für heute. Es war sehr chaotisch. Aber es waren alles meine Fehler. Da kann ich also niemand anders die Schuld geben. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und schaut mal bei den Kollegen vorbei. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, tschüss.